Hallöchen! Und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute ist der 26.12. und morgen geht's ab nach Berlin. Genau, und wir haben uns überlegt, dass wir euch da auf jeden Fall mitnehmen, was wir alles so essen werden. Wir sind insgesamt 7 Tage. 8 Tage, glaube ich, in Berlin. Und ja, wir haben überlegt auf jeden Fall, dass wir euch mitnehmen. Vor allem auch interessant, was wir so Silvester essen, weil bei uns ja Silvester ein bisschen anders aussieht als bei anderen. Genau, schreibt mal in die Kommentare, was es bei euch zu Silvester zu essen gab, weil das Video kommt erst nach Silvester online. Und ihr könnt auf jeden Fall auch noch in die Kommentare schreiben, was ihr von unserem Essen haltet, was wir gegessen haben. Ich bin mal gespannt, was wir alles essen. Ich kann mir vorstellen, dass es so schnellere Dinge werden, weil wir viel zu tun haben. Aber das werden wir dann einfach sehen. Mal schauen. Alles klar, dann bis in Berlin. So Leute, für unseren ersten Abend haben wir uns ein griechisches Restaurant ausgesucht. Mitten in den Ghettos Marzahns. Das stimmt. Mal gucken, wie es schmeckt. Mal gucken, wie es schmeckt. So, Leute, wir sind jetzt beim Griechenessen. Und als erstes haben wir eine schöne Vorspeise, bevor wir euch zeigen, was es dann wirklich gibt. Wie tief sind meine Augenringe? 1 bis 10? Tief. So, unsere Hauptspeise ist da. Ich weiß gar nicht mehr, was ich alles habe. Dankeschön. Aber ich habe auf jeden Fall Leber, Hähnchen, Lamm. Und ihr habt Filet, gell? Filetplatte mit Rumpsteak, also Rinderfilet, Schweinefilet und Lammfilet. Krass, lass es dir schmecken. Dankeschön, dir auch. Danke. So Leute, ich melde mich hier beim Schneiden. Ausnahmsweise schneide ich das Video immer wieder, weil ich jetzt mehr Zeit habe. Und ich wollte euch nur mitteilen, das griechische Essen war so eine, ja, 6, 7 von 10 ungefähr. So war jetzt wirklich nichts Besonderes. Die hatten an dem Abend leider auch keinen Gyros. Deswegen haben wir uns auch so eine Scheiße da bestellt. Und ein Grieche ohne Gyros, na, schwierig zu bewerten. Jetzt geht's weiter. So, wo sind wir? Zweiter Abend. Sünde. Es tut weh, das zu filmen, Leute, aber es ist. Es muss so schnell gehen. Es muss schnell gehen und das bleibt auch kein dauerhafter Zustand. Ich hoffe doch, hoffe morgen was anderes. So, wir haben hier übrigens Big King BKS. Geheimtipp, Leute. Und extra long chili cheese und crispy chicken. Und ganz viel Pommes. Und Fanta. Es gab nichts anderes. Ich habe Sprite. Wieso? Weil ich mir Sprite genommen habe. Gönn dir. So. Der dritte. Nein? Kann ich auch nicht. Wieso? Weil ich Platz brauche. Platz? Ist doch scheißegal. So. Es ist der dritte Tag in Berlin. Und wir werden jetzt. Schon wieder nichts Gescheites essen. Ja, also ich finde es bestimmt was Gescheites. Besser als Burger King, ich schwör's. Steinofenpizza, Mozzarella, Salami, alles. Und das kommt jetzt hier in den Ofen. Ich will das nicht für den Vlog aufnehmen, für das Sijus. Ich finde es so unappetitlich. Ja, wenn man keinen Pizzaschneider hat. Wie isst dieser Typ seine Pizza? Hier gibt's keine Pizza. Hier gibt's nur Chai. Das ist also zäh. Ja, ist die heiß. Oh. Also hier ist die irgendwie nicht durch, glaube ich. Ja, scheiß drauf. Und das ist deine Pizza. Ey. Hast du Hunger oder was? Das hast du gegessen. So Leute, wir haben den nächsten Tag und wir frühstücken jetzt auch gleich mal. Hier knallt schon. Ich werde jetzt einen Käse-Schinken-Croissant essen. Und hier haben wir ganz, ganz viel Essen. Ganz, ganz viel Essen für den Tag, falls man mich nicht versteht. Jetzt ist Celine hier am Arbeiten. Und ich gönne mir Frühstück. Wow,
Mal gucken. Guten Appetit. Dankeschön. Laktosefrei sogar aus dem Kühlschrank. Mal gucken, ob der hier schmeckt. So, ich teste jetzt hier. So Leute, der nächste Snack ist am Start. Ich esse jetzt hier so einen Thunfisch-Wrap. Hast du schon was gegessen? Ja, ich hab's vergessen zu filmen. Doch, ich hab's gefilmt, aber für meinen Vlog an Silvester. Aber ich hab's euch ja trotzdem jetzt hier mit reingeschnitten. Komm, beiß mich. Okay, es geht weiter. So Leute, es ist 23 Uhr, noch nicht 0 Uhr. Und wir testen jetzt hier. Ah, wir testen. Ja. Okay, aus Berlin-Marzahn. Hohenschönhausen. Boah, das Fleisch sieht aber gut aus. Ja, sieht generell mit ganz fresh aus. Beißen Sie rein. Das Tolle ist, wenn wir dieses Auto voll trecken, das ist uns, kann uns einfach scheißegal sein. Ich hoffe, ich treck's voll. Geil? Kommt's an Rührarm ran? Nee. Schade. Ich habe ja gesagt, kein Burger King mehr, ne? Dafür Maggis. Was gibt's bei dir Gutes? Hey, was ist denn mit dieser Soße passiert? Oh, ja, Mann. Ich weiß gar nicht, was denn. Ja, wir haben auf jeden Fall beide ein Big Tasty Bacon und 20er Nuggets teilen wir uns. Genau. Mal gucken, was wir morgen essen, ne? Ich weiß schon was. Ja? Ich auch? Du hast doch auch eine Idee, oder? Ach so, stimmt, ja. Oh mein Gott, big. Ey. Ja, er hat mich gerade gefragt, ob wir nicht im Sommer ein Video gemacht haben bei denen. Ja, hast du ja gesagt. Ja, er hat gefragt, warum wir hier sind. Ob wir kommen ja gar nicht aus Berlin und so. Ja. Hat er sich einfach gemerkt. Krass. Geil. Gesagt über Silvester. Also war gut. So, ja. War gut. Geil. Gönn dir, Schatz. Ich weiß gar nicht, wie ich da reinbeißen soll. Das hast du letztes Mal auch gesagt. Ich habe das ganze halbe Jahr habe ich darauf auf diesen Moment gewartet. Ich weiß, ja. Ihr wisst nicht, wie oft ich dich schon abgesagt habe, ich will Rühren essen. Scheiß auf Silvester, Rühren. Eine Stunde Fahrt, muss. Ich müsste dich mal filmen, wenn du gerade aufgestanden bist. Auf keinen Fall. Ja, wir frühstücken gerade noch die letzte Tiefkühlpizza, die wir hier im Kühlschrank hatten. Und schmeckt einfach scheiße. Ja, ich weiß auch nicht, ob das an dem im Ofen liegt oder die Pizza, weil eigentlich ist es ja Dr. Oetker eigentlich keine schlechten Pizzen. Ja. Aber die sind so pappig. Das ist so wie Knete hier. Das ist, als wäre die auch nicht richtig durch irgendwie. Ja, schon seltsam. Ja, Leute, das war's auf jeden Fall. Mit Berlin Vlog-mäßig, was wir gegessen haben. Es war jetzt nicht allzu spektakulär, würde ich sagen. Bis auf gestern. Aber. Was war gestern? Rühren. Und wir haben einfach die Waffeln nicht aufgenommen. Perfekt. Dann blendest du Instagram ein. Ich blende Instagram ein. Auf jeden Fall war es das jetzt von uns. Ich hoffe, ihr wart trotzdem unterhaltend über unsere Silvestertage. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Video. Ja. Tschüssi. Lasst mal einen Daumen hoch da.